Wir sind heute in Wien beim Gesundheits- und Pflegedialog. Wir zeigen Beispiele von Unternehmen, von Gesundheitseinrichtungen, von Pflegeeinrichtungen und lassen spannende Persönlichkeiten zu Wort kommen. Menschen mit einem Handicap müssen sich zutrauen, dass sie Tolles in der Gesellschaft leisten können. Und wir müssen uns zutrauen, dass wir das auch mitnehmen können, dass wir hier Positives für alle schaffen. Ich glaube, gerade die Gesundheitsbranche ist prädestiniert dafür, dass Menschen mit Behinderung ihre Talente einsetzen können. Menschen haben alle Fähigkeiten, manche haben halt Probleme mit bestimmten Bereichen. Und wenn wir die Fähigkeiten, die die Menschen haben, nutzen, haben wir zu beiden Seiten einen großen Vorteil. Wir schauen auch gezielt, dass wir so eine Art Talenteschmiede entwickeln und wo können wir Menschen mit Behinderung, mit den Talenten auch auf diese Position setzen. Wie wir heute bei Discovery Hands gesehen haben, gibt es noch einige spezielle Fähigkeiten, die sogar einen zentralen Vorteil bieten. Discovering Hands ist ein besonderes Projekt insofern, dass wir die Tastfähigkeiten von blinden und sehbehinderten Frauen nützen. Wir bilden sie aus und setzen sie in der Brustkrebsfrüherkennung ein. Und so machen wir eine Behinderung zur Begabung, die auch die Gesundheit fördert. Ich glaube, wir müssen den Sinn, das Konzept von Seele in die Gesundheit einführen. Und das geht nur, wenn wir den Menschen erlauben, das Über-Ich kleiner werden zu lassen, wenn wir die Seele groß werden lassen. Menschen mit Handicap müssen sich bewusst werden, sie sind Arbeitgeber. Es gibt keinen Arzt ohne Patienten. Es gibt keinen Rollstuhlmechaniker ohne Rollstühle. Jeder braucht jeden. Ärzte werden nicht auf diese Population ausgebildet. Im Krankenhaus finden wir dann in Analogie eben auch keine Kompetenzen hier drin. Wenn ich zum Arzt gehe, möchte ich, dass sie mir erklären, in leichter Sprache, deutlich, langsam. Ich denke, es ist wichtig, dass man die menschlichen Bedürfnisse in den Vordergrund stellt, dass man die Vielfalt nicht aus dem Blick verliert. Ich muss selbst Betroffene zu Fachleuten qualifizieren. Und das ist jetzt schon über 20 Jahre gelungen in dieser Ausbildungsform WISCOM, wo sie in einer kleineren Gruppe in Gebärdensprache gemeinsam qualifiziert werden. In der Marina-Apotheke arbeiten 3 gehörlose Mitarbeiter. Der am besten qualifiziert ist der Herr Magister Farm Fredjo Dolanz, der einzige gehörlose Apotheker Europas. Wir haben Kunden, die kommen nach Wien, um sich von einem Wiener Apotheker, der auch Gebärdensprache spricht, beraten zu lassen. Im Endeffekt können Menschen mit einer Beeinträchtigung genauso arbeiten wie Menschen ohne eine Beeinträchtigung. Fit for More ist ein Qualifizierungsprojekt. Wir leiten unsere Teilnehmerinnen an in der Abteilungshilfe in einem Pflegewohnhaus. Ich bin als Abteilungshilfe, ich bin für ganze Kleinigkeiten, Betten machen, Staubwischen, Bewohner plaudern. Rumführen. Menschen mit Behinderung, die auch keine spezifische Ausbildung haben, können mit ihrer Tätigkeit Fachkräfte entlasten. Unser Best-Practice-Beispiel ist der Tobias, der eingesetzt wird, einmal für die Datenschutzkübel zu leeren, die gesunde Jause für die Mitarbeiter und jetzt seit neuestem seinen Concierge-Dienst, den er den Angehörigen anbietet, um die Patienten zu besuchen. Die haben 5 solche Landeskrankenhäuser in Vorarlberg und eines macht das. Das heißt, es liegt nicht am System des Landes, sondern es liegt an den Köpfen und an den Personen, die so ein Krankenhaus hier leiten. Eine inklusive Gesellschaft lebt von den Menschen, die mehr tun, als sie müssen. Es gibt immer irgendwelche Gründe, warum man es nicht tut. Und das beginnt von so Dingen wie Kündigungsschutz, der einfach eine unendliche Mär ist und nie aufhört. Aber es ist eigentlich auch ein bisschen die Unsicherheit im Umgang. So jemand wie der Tobias, die Katharina, die Tamara oder der Rudi es in Bregenz gibt. In allen Häusern muss es solche Leute geben. In allen Bundesländern, in allen Krankenhäusern. Dann ist ein Unternehmen wirklich, wo Menschen gern sind, wo sie sich wohlfühlen und wo Inklusion dann betrieben wird.